Kennen Sie sich eigentlich gut mit Technik aus? Ich und Technik. Ja, selbstverständlich, natürlich, klar, ich weiß alles. Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe zwar keine zwei linken Hände, wie man so schön sagt, und ich kriege auch schon mal was gebacken, aber ich stoße dann durchaus auch an meine Grenzen. Also, beim Auto ist mir wichtig, dass ich weiß, wie man fährt und wie man anhält und wo man tanken muss. Und ein paar Kleinigkeiten weiß ich auch noch. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, gehe ich in die Werkstatt. Und wenn an meinem Rechner was nicht wirklich funktioniert, dann habe ich auch so ein paar Dinge, die ich dann schon ausprobieren kann. Die Übung macht da ja den Meister, wie man sagt. Aber ich bin froh, dass ich Leute kenne, die sich damit besser auskennen und die dann wirklich Fachleute sind. Ein bisschen überrascht hat mich das, wie schnell man den Ruf haben kann, man kennt sich damit aus, nur weil man was macht. Ich benutze auch jetzt ja Technik, eine Handykamera. Ich nehme den Ton auf, ich mische das hinterher zusammen, schneide diese Filme. Das macht mir wahnsinnig Spaß, aber wenn das Handy kaputt geht, dann stehe ich davor wie der Ochs vom Berge. Als ich damals mit der Homepage anfing, da haben auch alle Leute gedacht, ich hätte wer weiß wie viel Ahnung. Dabei habe ich mir das einfach angelesen und nachgemacht. Aber so lernt man eben im Leben dazu.